Dann begrüße ich Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Nürnberg. Hier oben begrüße ich beide Trainer, Gästecoach Boris Schommers und unseren Trainer Julian Nagelsmann. Und ja, wenn die Stimme geölt ist, würde ich Sie bitten, mit Ihrem Statement anzufangen. Ja, erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Julian. Ich glaube, dass es natürlich letztendlich ein verdienter Sieg für dich war, für eure Mannschaft war. Wenn ich jetzt zu meiner Mannschaft komme, glaube ich, hat meiner Mannschaft in der ersten Halbzeit ein bisschen der Mut gefehlt, die Hoffnung gefehlt, der Glaube gefehlt, was wir vorher angesprochen hatten, dass wir auch hier eine Chance bekommen werden, um vielleicht etwas mitzunehmen. In der zweiten Halbzeit habe ich dann eine Leistungssteigerung meiner Mannschaft gesehen, die wirklich wieder an sich geglaubt hat, die sich zurückgekämpft hat, die ja mit den ganzen Nackenschlägen, die heute passiert sind, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit für mich imponierend umgegangen ist. Wir dann das 2-1 wieder bekommen, 78 Minuten, glaube ich, und natürlich mit ein bisschen Glück in der 91., wenn der Ball 20 cm weiter links geht, hier einen glücklichen Punkt mitnehmen, die wir uns aber irgendwo vielleicht über diese imponierende kämpferische Teamleistung verdient gehabt hätten, haben wir leider nicht erzielen können. Von daher ja, Glückwunsch nochmal an Hoffenheim zu einem verdienten Heimsieg. Dankeschön. Ja, danke Ihnen. Dann Julian, bitte mit deinem Fazit zum Spiel. Ja, danke für die Glückwünsche. Erste Halbzeit war ich sehr zufrieden, haben wir es gut gemacht, haben sehr aggressiv gespielt mit Ball, extrem viel Durchbruch über beide Flügelpositionen gehabt, haben den Gegner da vor Stresssituationen gestellt und haben auch viele Chancen rausgespielt. Ich glaube, deutlich mehr als in den letzten zwei Spielen Nürnberg kassiert hat. Da müssen wir, glaube ich, ein zweites und drittes Tor auf jeden Fall machen. Haben schon noch einige Situationen, Ishak Pfostenschuss, Chance von Joe, wo er noch durchbrechen kann. Waren viele Situationen dabei, wo wir mehr Tore machen können, aber ich war absolut zufrieden. In der zweiten Halbzeit hat unser Zugriff komplett gefehlt. Das Pressing war aber das ganze Spiel jetzt nicht berauschend, aber in der ersten Halbzeit ein bisschen besser als in der zweiten. Da hat der Ablauf nicht mehr so viel gepasst, hat Nürnberg ganz gut rausgespielt und hat auch verdient mehr vom Spiel gehabt dann in der zweiten und kam ein bisschen besser aus der Pause als wir. Unser Ballbesitz war sehr träge, haben eigentlich keine Situation mehr tief gespielt und kaum mehr Durchbrüche gehabt über irgendeine Flügelseite. Als wir dann mal durchgebrochen sind über rechts, haben wir das zweite Tor gemacht. Auch die Umstellung auf Viererkette hat uns sehr, sehr gut getan. Da haben wir, glaube ich, viel, viel mehr Druck drauf gekriegt. Nürnberg musste ab da viel mehr lange Bälle schlagen. Und dann natürlich hat man in der 91. ein bisschen Glück, aber beim Gegentor ein bisschen Pech. Der Ball in die Mitte, der geht eigentlich ins Niemandsland. Und durch den Fersen abgefälscht vom Pavel wird er dann nochmal gefährlich. Sonst kommt er nicht an. Und dann war es von Ishak ganz gut gespielt. Und deswegen hat sich das ausgeglichen, auch wenn es für euch ärgerlich ist, für uns ein bisschen glücklicher. Wir hatten, glaube ich, diese Saison genug unglücklichere Momente. Da kann man auch mal einen glücklichen haben. Euch noch weiterhin viel Erfolg oder weiterhin gute Spiele und mehr Erfolg als heute. So ist besser. Danke. Ja, danke. Dann Ihre Fragen bitte. Bitte um Handzeichen. Das Mikrofon kommt dann von rechts bzw. links. Keine Fragen? Doch. Der Kollege von der BILD, Erik Peters. Ja, André Kramaric heute zwischen Genie und Wahnsinn, kann man sagen. Zuerst so seine Schwalbe, danach dann ein super Hackentor. Auch das erste Tor geschossen per Elfer. Wie haben Sie ihn heute gesehen und gerade diese drei Aktionen? Ja, er hat seinen Job erledigt mit zwei Toren wieder. Das glaube ich, ausreichend. Die Aktion vorher, glaube, das ist relativ menschlich und natürlich. Er macht den Haken und sieht das lange Bein vom Everton und dann gibt es halt manchmal den Kontakt und geht, glaube ich, ein bisschen früh runter. In dem Fall gab es keinen. Ich würde es jetzt nicht als klassische Schwalbe bezeichnen, aber natürlich auch nicht als Elfmeter. Ja, machen wir noch eine Anschlussfrage und dann hier vorne Herr Schächter, bitte. Frage zu Reece Nelson, der heute nicht im Kader stand. Ist er verletzt oder was hatte das für Gründe? Nee, ist nicht verletzt, hatte erzieherische Maßnahme. Okay, das war die gleiche Frage. Dann gibt es weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanken wir uns bei Ihnen, wünschen unseren Gästen guten Nachhauseweg und wir sehen uns wieder am 29.03. gegen Leverkusen.